Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Village. Mit mir in Grillvorfreude. Wenn ihr die Folge seht, habe ich schon gegrillt. Grill. Ich grille gerne. Hashtag no veggie. Oh, geiles Hashtag. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf das Grillen freue. Oh. Ich habe so richtig, weiß ich, wie das beschreiben soll. Ich will grillen. Ich will einfach nur grillen. Ich will grillen. Ich habe vergessen, in meiner Aufnahmepause nachzuschauen, wer mir denn da geschrieben hat. Ob das tatsächlich so ist, dass die Sachen, die ich mir bestellt habe, jetzt endlich kommen. Ursprüngliche Lieferzeit war... Weiß gar nicht. Ich überlege gerade, ob Amazon meine Handynummer hat, dass sie mir die Sachen schicken können. Aber eigentlich müsste Amazon meine Handynummer haben, damit könnten sie mir... Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie es haben. Genau, was wollte ich eigentlich? Ich wollte doch das Kies holen. Ich, Horst. Mein Name ist Horst. Horst. Nicht heimlich Horst. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass du diese Folge jemand sehen wirst, aber liebe Grüße an dieser Stelle. Heimlich Horst, der Macher des Servers von Minecraft Varo Mini. Ein Projekt, das sehr viel Spaß gemacht hat, aber allerdings auch sehr viel, ja, ich sag mal, Hate produziert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man bei mir von Hatern sprechen kann, aber die Folgen haben so ein paar Dislikes bekommen. Ich vermute, einfach weil Varo im Titel vorkommt und das dann irgendwie, ach, keine Ahnung. Was weiß ich, was die Leute sich denken. Also, da muss weg, hier muss vernünftig. Babuschka sagt, hier muss vernünftig. Boing. So. So kann man das doch machen. Hier hinten wollte ich jetzt noch einmal hin. Einmal das Grabgerät. Um hier hinten einen vernünftigen Weg zu machen. Dann habe ich meinen Hof jetzt auch quasi fertig. So, da nochmal einmal. Dann muss ich den theoretisch auch nochmal... Na, ich lasse das jetzt so. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Birkenholzstufen hier noch hatte. Nämlich genau dafür, um hier den Weg vernünftig abzugrenzen. Und möglichst viele Blümchen zu überdecken. So... Hier kommt noch einer drauf, damit ich hier eine Fackel hinstellen kann. Weil die Fackel, die könnte ich eigentlich wesentlich... Ne, das machen wir anders. Du kommst dahin und die Fackel stellen wir hier drauf. Das sieht doch wesentlich schöner aus, so als Begrüßung. Wieso wollt... Was war das denn gerade für ein Grafik-Bug? Bug. So, Gewächshaus steht. Passt doch. Also, da noch ein und eins, zwei. Jetzt habe ich natürlich hier einen krassen Stilmix. Hier habe ich so eingehaust, so den Weg. Und hier dann so. Ja, ist so ein bisschen Stilmix. Ist egal. Ich hole mir nochmal ein paar Birkenholzbrettchen. Habe ich hier noch welche drin? Ich habe hier nur Schwarzeichenholzstufe. Ja, das muss ich dann mal rausnehmen aus meinem Kühlschrank. Die Naturalien sieht gut aus. Ich wollte Birkenholz-Slabs holen. Die guten. Ich habe mal in meiner alten Firma, da wo ich als Student gearbeitet habe, habe ich mal eine Kaffeetasse designt, wo dann die Abteilung, in der ich da war, meinte, sie wäre die guten. Fand ich sehr lustig. So passt es. Na, das sieht blöd aus. Wenn das hier oben, ne, das sieht blöd aus. Komm, weg damit. Machen wir es einfach so. Wir können aber hier nochmal einfach hier ein paar Dinge rein und auch hier drin ein bisschen beleuchten. Erstmal, damit hier drin nichts spawnt und zweitens, damit das hier vernünftig wächst. Auch hier ist schon die nächste Melone gewachsen. Perfekt. Läuft doch. Melone ohne Ende. Buja, läuft. Gewächshaus steht. Hier ist alles schön. Wobei irgendwie, nee, da muss noch weg. Da muss Kies hin. Wollen wir mal den Kies hinpacken? Der muss auch weg. So, wir wollen uns hier einladend gestalten. Trotz Stilmix möchten wir es hier einladend gestalten. Was? Also jetzt wird's hier komisch. Also ganz ehrlich. So, sieht das gut aus? Hier, ich finde, das sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier das alles. Der da muss auch noch weg.
Das sieht auch noch so ein bisschen bescheiden aus. So, da kommt auch Kies rein. So, aber hier ist okay. Hier kann ich nochmal ein paar Blümchen hinstellen. Ich könnte hier nochmal ein paar Blumentöpfe mit Ü. Blumentöpfe platzieren. Zum Beispiel. Ah ne, geht ja nicht, weil. Geht ja nicht, weil ist so. Ja, aber. Ich finde es gut so. So kann ich hier hin, dann kann ich hier lang. Ja, das ist irgendwie auch blöd. Ich glaube, ich versetze. Ne, ich versetze das hier Ding hier ein. Einfach weil ich es kann, versetze ich hier das Zauntor. Einfach damit es besser aussieht. Oder weil es besser aussieht. Nicht, dass es besser aussieht, sondern weil es besser aussieht. Das Zauntörchen. Boing. Und das. Darunter jetzt alles weggraben. So, und das auch weggraben. Dann tauschen wir hier mal kurz. Bäumchen, wechsel dich. Boing, 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 boing. Und Erde. Boing, 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 boing. Gut, das hier kommt weg. Oh, meine Werkzeuge gehen mal wieder über den Jordan. Ich glaube, da werde ich sehr bald mir neue machen müssen. Jetzt habe ich natürlich hier wieder ein zu viel reingemacht. Das muss so nicht. Da sollte bitte noch Kies rein. Rein, nicht drauf. Ich bin dort irgendwie. Ich bin da wahrscheinlich schon zu sehr im Grillfieber, als dass ich hier das noch vernünftig hinkriegen würde. So. Sieht doch jetzt einigermaßen gut aus. Ich kann da raus, ich kann hier raus. Ganz fleißig. Ich setze dann Slap hin, was ich eigentlich gar nicht möchte. Slap, komm zu mir. Er will nicht. Na gut. Ich gucke nochmal gerade, ob meine Minibar noch gefüllt ist. Hallo? Ach, ist doch alles drin, okay. Wasserflasche, Massagegel hätten wir hier. Ist alles da. Meine Schlüssel wurden nicht geklaut. Perfekt. Das funktioniert alles noch. Sehr gut. Tür zu. Wunderbar. Und runter. Also, jetzt gucken wir uns nochmal den Hof hier an, wie er jetzt final aussieht. Wir haben hier einmal den Eingang. Och, und Erskine hat mir hier Lampen hingestellt. Das finde ich ja nett. Das finde ich echt nett, dass er mir hier Lampen hingestellt hat. Modernisierung, Verschönerung, Zucht in Ordnung. Tam der Ran. Das Tam. Das Tam der Ran. Das Tam der Ran. Ja, ist klar. Da hänge ich mal ein Schild daneben. Schreibung. 6. Na, da kommt noch ein Doppelpunkt dahinter. Rechtschreibung. 6. Fertig. Ne? Weißt Bescheid. Also, Team der Ran ist. Also, hier wurde anscheinend verschönert. Aber ist doch ganz nett hier. Jetzt habe ich hier so ein paar Leuchten bekommen. Ich hab ehrlich gesagt die Fackelbeleuchtung hier lieber. Einfach weil ich es lieber mag. So, hier ist nochmal mein Schutzzaun. Den lasse ich da allerdings auch. Hier kann man schön rein. Da ist das Heuhotel, lebendiges Leder. Oh, ich muss mal kurz was trinken. Entschuldigung. Ich hatte gerade ein ziemlich krasses Kratzen. Ein krasses Kratzen. Es hat krass gekratzt in meiner Haut. Ja, ein krasses Kratzen in meinem Hals. Die Kartoffelchen nehmen wir mit. Und pflanzen sie neu. Die Kartoffeln sollen ja vermehrt werden. So, hier wird einmal geerntet. Ernte muss sein. Denn ich hätte gerne, ich würde gerne was bauen, machen. So, hier ist alles gut. Ich packe die ganzen Sachen mal in meinen Kühlschrank und räume mal mein Inventar kurz auf. Kühlschrank kriegt Karotten und dieses Hähnchen ist gut. Die Melonen kommen rein. Das Zeug kommt hier raus. Okay. Ja, läuft doch. Also, wir hätten unser Gewächshaus und unser Hof ist jetzt erstmal soweit fertig. Wir können vielleicht noch ein, zwei Schilder anbringen, aber eigentlich ist das so gut. Hier wäre vielleicht nochmal ein Zauntor. Ganz schön, habe ich noch Zauntore? Ich habe gerade keinen Zauntor mehr. Muss man hier halt mal kurz rumlaufen, ist ja auch nicht schlimm. Aber hier, mein Häuschen steht. Ich wollte vielleicht das Dach noch ein bisschen schöner machen, aber ist nicht so schlimm. Hier ist Andreas Gewächshaus, da kann man rein und hier könnte geerntet werden. Wunderbar, aber der Gartenbaubetrieb Andrena steht soweit. Die Casa Andrena ist gut, mein Briefkasten ist leer. Wir gehen runter.
denn ich habe noch was mehr vor. Ich möchte gerne noch weiterbauen hier. Und zwar möchte ich gerne einen Hühnerkeller bauen. Ich habe ja schon hier den Gang rüber ins Stadion gebaut. Hier noch mit Schutz, damit da keiner reinläuft. Aber hier ist schon mal eine Verbindung zum Stadion. Wenn das dann mal finalisiert wird, können wir da arbeiten. Arbeiten. Wir arbeiten dort, jawohl. So, rein hier. In unser wunderschönes Häuschen. Jetzt wollte ich hier so ein bisschen Erde, Sand und Co. Einmal hier das Zeug reinpacken. Erde und Sand hätte ich hier nicht mehr. Stein. Hätte ich hier noch ein bisschen Kies. Die Eisenblöcke kommen hier rein. Zu Erz und Mineralien. Ich habe gar kein Eisen mehr, fällt mir auf. Ich muss mal wieder Eisen holen. So, Holz, 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 Holz. Holz, Holz, Holz und Holz und Holz. Noch mehr Holz. Ich habe hier noch. Ach ja, da meine Behutsamkeitsaxt. Die kommt hier wieder rein. Die Kürbiskerne kann ich da reinpacken. Den Löwenzahn auch. Sieht ganz gut aus. Habe ich noch ein paar. Habe ich noch ein paar Knochen? Ja, ich habe noch ein paar Knochen. Oh, ich habe noch tonnenweise Knochen. Mehl, ich brauche gar keine Knochen. Dann werde ich oben nämlich nochmal kurz hingehen und dort. Hä, was tust du? Aber wieder hin. Dann werde ich hier nämlich nochmal kurz ein bisschen für Verschönerung sorgen. Einfach hier so ein paar Blümchen pflanzen. So, da und da. Überall da, wo hier noch nichts war, kommt hier noch ein bisschen Zeug hin. Hier war noch nichts und da und da. Und hier noch was. Ja, einfach ein bisschen pflanzen, damit es schöner aussieht. Boing. Boing, boing. Drunter ist noch kein Gras gewachsen. Wieso nicht? Unten könnte theoretisch Gras wachsen. Ja, will es aber anscheinend nicht. Na gut. Gut, das hier ist das. Jetzt habe ich einen Plan für dieses Grundstück, aber das mache ich wann anders. Jetzt möchte ich erstmal eine kleine Hühnerfarm bauen. Aber nicht überirdisch, sondern ich möchte so eine kleine Hühnerquälstation bauen. Und zwar möchte ich gerne hier einen kleinen Durchbruch machen aus meinem Haus raus, dass ich quasi dann da in den Berg mir so eine Hühnerfarm baue. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also, ich brauche Holz. Ich brauche Schwarzeichenholz. Habe ich hier unten Schwarzeichenholz? Dark Oak, ja. Oh Mann, wenn man sich verrechnet, braucht man mal noch 1000 Netherstein. Boing. Tja, kann passieren, ne? So, also, ich möchte gerne hier anbauen. Allerdings nicht, ne, so nicht. Ich möchte es schon gerne, oder doch so. Ich weiß nicht, wie sieht besser aus. Ich möchte doch gerne die andere Variante haben. Das heißt, das hier fliegt runter. Ciao. Ja, ciao, sage ich dazu. Hier, wie kriege ich jetzt da noch vernünftiges Gerüst hin? Mit Sand, mit der altbekannten Erde kriegt man das doch hin. Klatsch. Also, ich brauche hier ein Erdgerüst, das ich später wieder entferne. Und ich muss hier irgendwie wieder hochkommen. Also Erdgerüst. Irgendwie muss ich gleich wieder auf das Erdgerüst draufkommen. Das sollte aber hier von hier aus kein Problem sein. Wenn ich das hier entferne, was sowieso weg muss. Also von daher überhaupt kein Problem. Dann kann ich hier meine Schwarzeiche. Boing, 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 boing. Einmal hier schön platzieren. So wie es sein soll. Und jetzt aufpassen, dass ich nicht da unten runterfalle. Das wäre fatal. Das wäre ganz fatal, wenn ich da runterfallen würde. So, hier wegen mir so. Das soll ja nur ein Durchgang werden. Und ich sollte hier ausleuchten. Das könnte helfen. Aber ich stelle jetzt einfach so eine Fackel hin. Da oben ist ja schon eine Fackel. Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich noch mehr Ton. Und hier möchte ich gerne in den Berg rein. Und ich muss gucken, ob ich hier mit dem Eisen diese Spitzhacke noch mal reparieren möchte oder ob ich die verbrauchen darf. Nicht dort, sondern hier. Diese wunderbare Spitzhacke. Diese Eisenspitzhacke. Möchte sie repariert werden? Ja, sie möchte repariert werden. Unbedingt. Boing, boing, boing. Mein letztes Eisen wurde soeben verbraucht. Naja. Ist halt so. So, hier können wir uns mal kurz durchbauen. Ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie auf das Wasser stoße, dass ich da oben
Ich habe da oben ja Wasser gesetzt. Ne, ich glaube, ich werde da direkt auf das Wasser stoßen. Deswegen muss ich hier so ein bisschen aufpassen. Also, hier soll dann eine Hühnerzucht. Station, Zucht in Anführungszeichen. Das wird so eine kleine Hühnerquälstation. Das wird so eine Grube, wo zigtausend Hühner reinkommen, die ich dann nach und nach schlachte. Also erwartet hier nicht zu viel. Das ist wirklich nur so ein Raum, wo ich dann Hühner quäle. Einfach weil ich es kann. Ist ja hier, wenn Unge in Minecraft Huhn essen kann, obwohl er Vegetarier ist, dann kann ich hier auch Hühner quälen. Also von daher. Ist ja nur im Spiel, im echten Leben verurteile ich das. Also Greenpeace, steigt mir bitte nicht aufs Dach. Ich weiß, ich ermorde gerne Bäume, ich weiß, ich ermorde hier gerne alles. Also das ist hier. Ist Minecraft nachhaltig? Die Frage könnte man mal stellen. Ist Minecraft nachhaltig? Ich wage es nicht, das zu beantworten. Ob Minecraft irgendwie nachhaltig ist. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich brauche mehr Ton. Ich habe es ja hier ausgeleuchtet. Dann sollte ich vielleicht mal kurz ins Tonbiom gehen. Oder habe ich unten noch Ton? Meinen guten Ton. Ich habe mir noch 27. Komm, ich glaube nicht, dass ich damit hinkomme. Mit dem 27 hier. Hier so eine Wand. Hier kann ich dann das so zumachen. Noch oben muss ich auch noch überlegen, wie ich das hier nach oben dann zumache. Okay, hier kommt ja noch eine ganze Menge. Wir machen. Ich muss hier ein bisschen Erde wegnehmen. Weil der Raum sollte schon 3 hoch sein. Ach, hier komme ich direkt unter meiner Vortreppe an. Oh. Und das ist mein Weg gewesen. Also hier muss ich doch, glaube ich, muss ich einmal mit der Treppe runter, sonst wird das nichts. Sollte eigentlich so sein, dass man hier nichts sieht davon. Na, vielleicht sollte ich hier doch erst direkt abbiegen. Wie machen wir das? Erstmal muss ich da den Erdblock wieder hinsetzen und dann den Kies. Weil sonst sieht das echt blöd aus. So, Erde, den Kies hier einmal kurz einsammeln. Kies, 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 Kies. 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 So, also das ist die Höhe, auf die ich muss ja einen runter. Sonst funktioniert das nicht. Ach Mann, das hätte so schön werden können hier. Also alles nochmal retour, alles ein tiefer. Einfach hier meine Fackel hin. Aber das heißt, ich muss auch meine Erde hier tiefer setzen. Oh. Okay, hier einmal runter. Wow, das ging jetzt fix. Also, die Erde muss hier noch ein Stockwerk tiefer. Klar, die muss ich nachher wieder alles wegmachen. Das ist mir durchaus bewusst. Wie komme ich wieder hoch? Ich habe mich festgesetzt. Na, ich komme wieder hoch. Ja, Gott sei Dank. Gott sei es Gedanke, gelobt und gepfiffen. Das nehme ich als Treppen. Ich glaube, ich nehme mal Schwarzeichenholztreppen. Ja, da nehme ich mal Schwarzeichenholztreppen. Boing, boing. Und hier mache ich dann den richtigen Boden. Also den Boden, den ich vorher schon haben wollte. Den hier. So, so, so. So, so. Natürlich muss die Wand jetzt hier auch weg. Oder lasse ich das so, dass ich hier unten dann so ein. Kann ich eigentlich auch so lassen, oder? Nee, 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 das kommt weg. Das kommt weg. Weg damit. Einsammeln bitte. Das ist alles wertvoller Rohstoffe. Holz ist wertvoll. Wertvoller Rohstoff. So, aber das würde man jetzt wahrscheinlich sehen, wenn ich das so mache, oder? Da ich jetzt den Boden drin habe, werde ich mal hier kurz die Erde wieder wegpacken. Ganz vorsichtig. So, sieht man das jetzt, was ich da jetzt gebaut habe? Von innen. Da sieht man es. Unschön, also der Block da, der muss weg. Dafür kommt allerdings der gebrannte Ton. So. Ich glaube, so geht es. Also das muss ich mich wirklich ganz hier hinstellen, damit ich das sehe. Das ist, glaube ich, akzeptabel. So, hier will ich abbiegen. Der muss noch
weg. Aber ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Village und bauen hier unseren Hühnerquellkeller weiter. Hashtag no Greenpeace Offense, irgendwie sowas. Wir sehen uns, bis dahin, ciao.